Hallo, ihr Lieben, willkommen an einem Sonntag. Wir wollen gleich was Schönes kochen mit AMC-Töpfen. Wir haben eine direkte Beraterin da, die uns die Töpfe vorstellt und wir zeigen euch das und lassen euch das einfach miterleben. Was wir kochen, ist Überraschung, das seht ihr nachher gleich. Und da gibt es ganz viel Zubehör. Sie kommt jeden Moment hier in die Tür rein, klingelt, wir bauen alles auf. Und dann wollen wir mit euch kochen und ihr könnt das alles nachkochen. Ja, wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet und es wird auf jeden Fall ein bisschen Hähnchenbrust geben. Viel Gemüse, Parmesan, Eismann, klare Delikatesse. Das ist eine Brühe, da kann man ganz viel machen. Und ich möchte euch heute zu dem Essen einmal einen Lavita-Saft, den verdünnt man mit Wasser. Da sind wirklich ganz, ganz viele Vitamine drin. 70 reine natürliche Zutaten. Sehr gesund. Jeden Tag sollte man das nehmen. Und wir trinken auch gerne Rotbäckchen mit Eisen. Ist super fürs Blut, dass man sich fitter fühlt, ne? Ja. Ja, also bis später. Super. Ja. Spielhumor, hier ist schon ein bisschen was klein geschnitten. Und wir gucken mal hier rüber. Hier sind die coolen Töpfe. Die AMC-Töpfe. Na? Hier ist schon Parmesan vorbereitet. Okay. Dann habt ihr doch eigentlich schon ganz gut. Na Stefan! Na? Alles klar? Alles gut. Du bist fleißig hier. Leckeren Brokkoli. Ja, ja, hier wird jedenfalls schon mal alles geschnippelt und vorbereitet. Schönen guten Tag nochmal. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, wir werden heute zusammen kochen und zwar mit AMC. Ja, ich bin der Thomas, bin von Hause aus Lebensmitteltechnologe, arbeite bei uns in der Brauerei. Und ihr kennt die AMC schon über 30 Jahre. Wir haben uns damals aber die Töpfe noch nicht leisten können, haben uns die ja später gekauft, haben die jetzt erst ein Jahr und waren eigentlich schon immer davon begeistert, sodass wir jetzt auch AMC als Berater mit vertreiben. Was ist eigentlich die AMC? Die AMC ist die Alpha Metall Corporation. Ist 1955 in Bingen gegründetes Unternehmen und beschäftigt sich überwiegend mit Koch- und Gassystemen. Hat für mich auch so. Und wer noch ungern erputzt, ist meistens dann, wenn ich irgendwas gekocht habe und will einmal gucken, wie weit es ist. Was mache ich? Ich muss den Deckel irgendwann runternehmen. Was habe ich meistens am Deckel? Schwitzwasser dran. Wo tue ich den Deckel hin? Entweder auf dem Teller oder irgendwo an der Seite, dann ist es hier wieder dreckig. Ja. Weltweit 150 Millionen zufriedene Kunden in unserem Gebiet. Das umfasst Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ungefähr 40.000 zufriedene Kunden. Das machen wir heute. Ja? Wir machen die Werbung für euch. Ja, wir kochen mit euch zu Hause in ganz entspannter Atmosphäre. Ja. Und wie haben wir früher gekocht? Kannst du machen, wenn du willst. Früher sah das Kochen meistens so aus. Ja, man hat alles mit Wasser gekocht, man hat alles in Öl gebraten und der Fortschritt macht auch bei AMC keine Pause. AMC bietet ein komplettes Koch- und Gassystem an. Aus dem eigenen Erleben heraus sind es die geilsten Töpfe der Welt. Ich zeige euch, warum, weshalb AMC die besten und geilsten Töpfe der Welt hat. Wenn ihr hier mal gucken wollt, der Aufbau eines AMC-Topfs ist immer entsprechend der starke Akkukapselthermenboden. Darauf halten die, glaube ich, mehrere Patente. Der sorgt dafür, dass ich, wenn ich 5 Minuten Energie in den Topf gebe, das heißt, es ist egal auf welchem Herd, kann ich damit 20 Minuten kochen. Ja. Gleichzeitig wird die Energie über den gesamten Topfboden gleichmäßig verteilt, sodass ich auch auf der gesamten Fläche, gerade bei den Pfannen ist es immer besonders wichtig, auf der ganzen Fläche auch braten kann. Bei anderen Töpfen ist es so, du machst die irgendwo heiß, dann sind die in der Mitte heiß und am Rand auch kalt. Das passiert bei den Böden nicht mehr.
Um diese Dreifach-Gelinggarantie sicherzustellen, haben wir einmal den Akku-Kapsel-Thermoboden. Dann haben wir hier oben eingebaut den Sensotherm. Der Sensotherm misst im Grunde genommen die Temperatur am Boden des Topfes oder, wenn ich koche, die Temperatur im Topf selber. Und die wird dann auf dem Topfdeckel in dem entsprechenden Visiotherm dann über diesen roten Strich entsprechend angezeigt. Ja, man sieht hier schon die Aufteilung der einzelnen Fenster. Und dazu komme ich dann später nochmal, was die einzelnen Fenster und Symbole dann entsprechend bedeuten. Ja. Und mit diesen drei Elementen garantieren wir, dass wir ohne Wasser kochen können und ohne Fett braten können. Zusätzlich haben die Töpfe noch so einige nette Highlights. Erstens sind die Topfgriffe nicht heiß. Sie sind so gefertigt, dass auch eine große Männerhand schön da reingreifen kann. Ja, ist ja manchmal so. Manche Konstruktionen sind so, da hast du ganz kleine Schnippeldinger drin und wenn du größere Hände hast und willst mal was abgießen oder was umfüllen, hast du schon zu tun, die Hände da reinzukriegen, ohne mit den Handrücken wirklich an die Topfwand zu kommen und dich dabei zu verbrennen. Also hier brauchst keinen Topflappen mehr, keinen Handschuh mehr. Die sind auch so groß gefertigt, dass du den Topf auch gut hantieren kannst, dass du auch wirklich entsprechend dann was machen kannst. Ich nehme mal das Sieb raus. Genau, ja. Prima. Dann haben wir noch eine zweite Funktion, die ist relativ schnell erklärt. Wir haben hier einen entsprechenden Schüttrand drin. Ja. Und der Schüttrand sorgt dafür, dass wir fast tröpfchenweise entsprechend dann ausgießen können. Und der Schüttrand ist so gefertigt, dass dann an der Topfwandung nichts dran hängen bleibt. Gießt ein bisschen was ab, kannst deinen Topf auf den Herd stellen, brauchst nichts abwischen, nichts klebt am Topfboden. Das ist ja auch das Problem nochmal, ja? Ja. Wie geil ist das denn, was? Und man schmattert nicht mehr rum und muss hinterher nicht mehr viel putzen. Super, das ist was für... Schon mal drauf geguckt, seht ihr zwei Symbole. Das erste Symbol könnte sein... Fleisch, wa? Hier Fleisch? Ja, das sieht aus wie ein Schnitzelkotelett. Genau. Das ist das Fleischsymbol. Und hier eine Möhre, würde ich sagen. Ja. Das Fleischsymbol ist dafür gedacht, für alles, was ich braten will. Mhm. In dem Bereich, nur noch wenn die Anzeige in dieses Fenster gewandert ist, in dem Bereich muss ich den Topf aufheizen, um damit braten zu können. Und in dem hinteren Bereich ist, wenn ich mit ohne Wasser garen will und kochen will. Ja? Wir schalten hier, das ist das, der Audiotherm dazu, der uns das Kochen noch weiter erleichtern soll. Mhm. Der überwacht nämlich dann die Temperatur und gibt ein akustisches Signal, wenn wir den entsprechenden Bereich dann erreicht haben. Ja? Und der wird dann jetzt hier nur rechts und rechts bedient? Rechts machen wir den einfach nur an, dann setzen wir den auf, wie so ein Flaschenöffner. Der hat hier vorne so eine kleine Nase, einmal hier drüber draufsetzen. Und dann wird der zweimal gedreht und dann bleibst du mit dieser Spitze einfach hier in dem grünen Fenster mal. Machen. Zweimal drehen. Zweimal im Kreis, ist egal. Langsam, so. Klar. So, jetzt seht ihr oben schon das Fleischsymbol. Da rastet so ein bisschen ein. Man merkt schon, eine kleine Rastung ist mit dabei. Jetzt zeigt er oben das Fleischsymbol an. Und jetzt wartet er darauf, bis entsprechend die Temperatur erreicht ist. Und würde bei der Temperatur entsprechend ein akustisches Signal von sich geben und sagen, so, ich bin jetzt bereit, mit mir könnt ihr jetzt braten. Ja? Wir benutzen jetzt den Navigenio. Navigenio ist die mobiles Blitzzerranfeld, das mehrere Funktionen bei der ANC hat. Ja? Du kannst damit kochen. Okay. Du kannst damit ganz tolle andere Sachen machen und man kann mit dem Feld auch automatisch kochen. Ja? Dafür gibt es noch eine zweite. Kocht von alleine sozusagen. Ja? So. Jetzt müssen wir einen Moment warten. Jetzt geben wir also die Energie in den Topfboden rein. Und man sieht hier schon, dass der entsprechende rote Strich, der die Temperaturanzeige darstellt, entsprechend jetzt schon anfängt, langsam hochzuwandern. Der Easy Cut. Der Easy Cut, genau das ist. Da tun wir einfach alles rein. Ja, wir haben uns hier vorhin schon mal die Knoblauchzehe geschnitten. Die packen wir hier rein. Wir haben uns die Zwiebel, da brauchen wir, glaube ich, nur eine halbe. Es sind drei Messer drin und zwei Plastelemente, ja? Ja, das ist okay. Natürlich hoch, tun wir gleich. So, rein da. Hast Hunger, ja, Fini? Machen wir alle, oder? Ah, das schmeckt nicht. Was willst du denn?
was rein. Ja, ich würde das vorstellen, aber. So, dann machen wir. Deckel drauf. Deckel drauf. Zack. Deckel drauf. Und dann wird hier einfach nur. So. Und dann haben wir schon mal so eine Konsistenz. Ja? Also die drei Messer schneiden und hacken das Ganze. Wer das gerne noch feiner haben möchte, der muss einfach länger ziehen. Ja? Aber ich mache es erstmal nur so, weil jetzt kommt ein bisschen Olivenöl rein. Die beiden Plastelemente sorgen dafür, dass die Sachen, die auf dem Boden liegen bleiben, wieder nach oben gedrückt werden. Dass du jetzt nicht große Stücken unten liegen hast, die dann nicht mit teilnehmen, weil die Messer sind ja nicht, du hast kein Messer direkt am Boden. Ja, ja. Und das Oberteil sorgt dafür, dass Sachen, die jetzt oben bis zum Deckel hochfliegen, auch wieder nach unten gedrückt werden. Sodass das machen wir deinen Lieblingsparmesan rein. So. Ja, bei den anderen herkömmlichen Geräten hast du es halt wirklich, wo es oben an der Decke oder oben am Deckel kleben bleibt. Ja, ne? Genau. So. Okay. Das, ach, du magst Parmesan, ne? Oh, mach mal ein bisschen mehr. Na, finde ich, sieht schon lecker aus, ja? So. Lecker. Lecker. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Ja. Thomas macht noch Basilikumblätter rein. Jawohl. So. So. Genau. Ich habe es letztens eingeholt, da war voll mit Blatt, Leute. Aus dem Laden. Und jetzt geht die ganze Schose nochmal von vorne. Und da seht ihr auch schon, dass das alles. Das sieht das super verteilt, ja. Dass das alles schön verteilt hier. Ja, also es bleibt nicht alles oben hängen. Möchtest du mal? Richtig ziehen. Klasse. Fertig. Gut. Sonst haben wir Matsch drin. So. Siehst du, und jetzt ist das alles schön klein gehäckselt. Gleich fast bei dem Grün. Ja, Stefan, kannst du hier sehen. Roten Punkte wandern da weiter. Ja, okay. Also den Topf nicht, also oben Deckel geht noch gerade so, aber nicht an der Seite anfassen. Ja. Das ist wirklich dann schon dann heiß. Ist das richtig. Der Topf sagt jetzt so, ich bin jetzt bereit, wir können jetzt anfangen. Ja? Schalten wir die Platte einfach aus, auf Null wieder. Dann nehmen wir den entsprechend ab, können den auch schon ausschalten. Ausschalten, indem man den linken und den rechten Knopf gleichzeitig drückt. So, dann nehmen wir den Deckel. Jetzt kommt noch eine zusätzliche Funktion, der Deckel mit dazu. Was macht ihr, wenn ihr serviert? Ihr füllt es meistens um den Schüssel, oder? Genau. Wenn ihr in der Woche esst. Genau. Bei AMC könnt ihr alles im Topf lassen und dann braucht ihr auch keinen zusätzlichen Untersetzer, denn die Deckel sind eure Untersetzer. Und die sind auch so stabil, das Gute, dass sie auch nicht umfallen. Okay. Zusätzlich sorgt der Deckel dafür, dass die Temperatur im Topf gehalten wird. Weil der steht nur am Rand auf vom Deckel. Drunter ist ein bisschen Luft. Ja, das ist schön. Wollen wir das hier noch so ein bisschen. Was ist das? Ein bisschen hell? Das reicht. Ja, das reicht eigentlich schon. So. Genau. Und dann machen wir das. Legen wir jetzt die Scheibchen hier rein. Ein Baguette habe ich da geholt. Mm. Auch sehr lecker. Geht jede Art von Baguette, Chia, Butter, ein ganz einfaches Brötchen, was du dann hast, kann auch 2 Tage alt sein. Das ist völlig Wurst. Ja. Okay. So. Und jetzt kommt die nächste Funktion, die die Platte hat. Die geht nämlich auch in Überkopffunktion. Für die Überkopffunktion sind hier am Rand 2 so kleine Metallhalter dran. Die sorgen dafür, dass die Platte nicht vom Topf runterrutschen kann. Passt die hier oben drauf. Und wenn ich jetzt das ganze Ding umgedreht habe, hat er auf der Unterseite nochmal eine Anzeige. Okay, ja. In der Überkopffunktion hat er zwei Temperaturstufen. Temperaturstufe 1. Ja. Die Temperaturstufe 1 ist für alles, was ich backen möchte. Also ich kann in dem Topf ein Brot backen, ich kann einen Kuchen drin backen mit dieser Funktion. Ich kann auch gefüllte Champignons machen, also alles, was leicht und schnell zu garen ist. Und in der Stufe 2, da muss man ein bisschen weiter drehen, ja. In der Stufe 2 ist alles, was ich gratinieren will, also überbacken will. Da wir jetzt hier schön knuspriges Baguette machen wollen, wo wir dann unser Bruschetta drauf tun wollen, nehme ich Funktion 2. Jetzt wird das Ganze damit überbacken. Ja. Was hier ganz super drin geht, sind so Fischstäbchen. Die brauchst du. Nuggets. Nuggets. Oder diese kleinen Chicken Wings.
Ja, alles, was schon ein bisschen vorpaniert ist, genau. wo ich in der Pfanne schon Probleme habe, weil ich muss das ja ein paar Mal umdrehen, dann ist mir die Panade abgefallen. Richtig. Machst du Backpapier unten rein, heizt den Topf auf, links oben drüber, von unten heiß, von oben heiß, goldbraun, kannst die Bräunung entsprechend. Das geht wirklich extrem schnell. Kannst die Bräunung extrem schnell einstellen. Ja. Perfekt. So. Oh, das sieht aber heiß aus, du. Bruschetta. Ich finde es sehr lecker, das Knoblauch auch dran. Köstlich. Von beiden Seiten auch gleich, ja? Marvegino, der kleinste Backofen der Welt. Bei der Anordnung sollte es so sein, dass man das Gemüse, was am längsten dauert, weil die höchste Temperatur am Topfboden ist, unten einfüllt. Das heißt Kartoffeln, Möhren und Kohlrabi, was fester ist, was länger kocht, entsprechend dann nach unten. Ja? In den entsprechenden Kochbüchern und Anleitungen dazu gibt es dann die Garzeitentabelle, wo für jedes Gemüse und jedes Produkt entsprechend die Garzeiten dann schon mal vorgegeben sind bei den entsprechenden unterschiedlichen Deckeln, die man verwenden kann. Ja, wobei die Garzeiten auch nur Richtzeiten sind. Und der ideale Gargrad natürlich vom eigenen Geschmack abhängig ist und natürlich auch davon, wie dick ich was schneide. Wenn ich jetzt die Kartoffeln, würde ich immer längs immer vierteln, dann ist der Querschnitt. Die Temperatur muss ja von außen nach innen in die Kartoffel, ist da am geringsten und damit garen die am einfachsten durch. Ja, darüber kommen dann jetzt die Möhren. Alles, was jetzt etwas länger braucht, also etwas schneller zu garen ist, wie jetzt der Kohlrabi und auch der Brokkoli. Den machen wir dann einfach weiter oben drauf. Ja, man muss hier auch keine Angst haben, wenn man hier 4-5 verschiedene Gemüsesorten in einem Topf macht. Ihr werdet das hinterher schmecken können. Es schmeckt alles nach dem, was man reingetan hat. Also es findet kein Geschmacksübergang statt und das Gemüse verfärbt sich auch nicht untereinander. Ich könnte jetzt hier auch noch Paprika mit reintun. Also alles, was ihr gerne mögt. Ja, keine Angst haben, man kann das auch durchaus über die Siebkante hinaus in den Topf reinfüllen. Das ist gar kein Problem, weil ja der gesamte Topfinhalt, der ganze Raum dann mit Dampf gefüllt ist. Das sieht schon mal toll aus. Und darauf kommt jetzt eigentlich unser Kombi-Dampfgardeckel einfach nur oben drauf. Ja. Und was wichtig ist beim Verschließen, dieses kleine Ventil hüpft einmal kurz hoch und dann weiß ich, dass der Topf ordnungsgemäß verschlossen ist. Ja. Und den können wir uns jetzt hier schon mal hier oben hinstellen. Ihr habt gesehen, es ist nur Wasser drin, kein Salz. Ja. Brauchen wir auch nicht. Jetzt machen wir das Vergleichsgemüse in eurem Topf, ja. Auch ohne Salz, damit ihr nachher auch geschmacklich den Vergleich habt, ist es wirklich so viel besser, wie wir sagen, oder ist es alles nur erlogen und erstunken? Okay, so. Hier in der Pfanne ist nichts drin, kein Fett, kein gar nichts. Ja. Wir machen einfach nur einen Deckel zu. Wir machen wieder unseren Audiotherm an, aufs Fleischfenster, zweimal umdrehen, damit er sich verbindet und dann kluck. Und schon haben wir hier das Fleischsymbol. Machen jetzt unseren. Und da kannst du schon wirklich volle Pulle machen auf 9. Ja, damit die Pfanne jetzt ordentlich aufgeheizt wird. Bitte nochmal rechts. Dann stehen da jetzt 10 Minuten. Und dann drückst du bitte zweimal links. Mit links geht es dann runter an der Zeit. So, jetzt sind wir bei 8 Minuten. Genau, jetzt setzt du den bitte oben auf. Du musst den grün aufsetzen, oder? Zweimal drehen. Zweimal drehen. Bleibst du in dem Dampfsymbolfenster. Dampf ist noch ein Stückchen weiter hin, zweimal rum, genau. Noch ein Stückchen weiter, der grüne Bereich ist es dann. Leuchtet das Dampfsymbol? Jawohl. Das Dampfsymbol leuchtet. Ja, okay. Und leuchtet da jetzt noch was? Da leuchtet dieses kleine Zeichen in der Ecke. Genau. Ja? Und das ist das Symbol, eigentlich wie man das von WLAN oder anderen Verbindungen auch kennt. Jetzt hat sich der Audiotherm mit dem Navigino verbunden. Der blinkt nämlich hier unten auch blau. Und jetzt übernimmt der komplett den gesamten Kochvorgang und würde nach 8 Minuten, wenn die Garzeit abgeschlossen ist, sich ausschalten,
schaltet dann automatisch auf eine 60-Grad-Funktion um. Das heißt, er würde dann 60 Grad im Topf halten. Das heißt, der Garprozess wäre damit unterbrochen, weil ab 60 Grad keine weiteren, ich sag mal, Kochprozesse mehr stattfinden. Und hält das dann nochmal eine Stunde warm. Mhm. Eine Stunde. Wie bist du jetzt auf 8 Minuten gegangen? Das ist die Garzeit. Das ist jetzt das generell die Garzeit. Immer das ist die Garzeit. Also da geht es so ein bisschen nach Garzeiten-Tabelle. Okay. Und da muss man mal gucken, das kann man ausprobieren. Okay. Weil bei dem Deckel können wir auch zwischendurch nach 8 Minuten sagen, wir machen den nochmal auf, gucken, ob unsere Kartoffeln schon weich genug sind oder nicht. Dann machst du den Deckel wieder zu. Jeder hat ja ein anderes Empfinden. Genau. So, das legen wir jetzt auch ohne Fett hier einfach in die Pfanne. Schön plan auflegen lassen. So. Und wichtig ist es auch, dass wir das Fleisch in Ruhe lassen. Ja. Das passt jetzt hier nicht mehr rein, weil es die kleine Pfanne ist. So, jetzt in Ruhe lassen. Die Poren müssen sich schließen. Ja, okay. Und dann, wenn die Poren sich geschlossen haben, kann man das Fleisch wenden. Also es löst sich dann von alleine vom Boden. Löst sich dann wirklich von alleine vom Boden. Das ist wie beim Grillen. Wenn du grillst, Fleisch auf den Grill drauf. Und du fängst an, das zu früh umzudrehen, reißt du das Fleisch in Fetzen vom Grill runter. Wenn du lange genug gewartet hast und die Temperatur passt, löst du das Fleisch von alleine vom Grill und du kannst es dann entsprechend nach oben drehen. Das passiert in der Pfanne genauso. Wie brätst du jetzt dein Fleisch an? Also ich gehe auch erstmal höher, ja, dass die Pfanne heiß ist und dann gehe ich auch wieder runter. Mit Butter aber. Genau. Mit Butter, ja. Öl, ja, egal wie halt. Ich liebe auch die Hühnchenfiletspitze. Ich auch. Die liebe ich auch. Ich habe auch kein besseres Hühnchenfleisch. Ja, ja, ja. Das wird auch braun, weil viele sagen, es wird ja nicht braun, wenn kein Öl drin ist. Doch. Das sind ja dann Röstaromen, die wir brauchen, um dann später vielleicht auch eine Soße zu zaubern. Genau. Oder sowas, ja? Das ist ja wichtig. So, dann füllen wir das nochmal um. Ja. Ich kein Obstfernsehen. So, und hier auch noch. Komplett raus, machen wir auf Null, legen jetzt unseren Deckel hier oben drauf, schrauben hier oben unser Dingschen hier und backen. Dadurch, dass der Dampf jetzt rauskommt, wird es nicht gegart. Es wird weiter gebraten. Genau. Okay. Aber es ist wie in einem Ofen umschlossen. Es kann nichts irgendwie raus aus dem Deckel. Genau. Ja. Entsprechend dann rückwärts runter. Und wir sehen hier schön, hier kommt ein bisschen Dampf raus und das Ventil floppelt immer ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt im Topf selber komplett Dampf drin. Ja. Das heißt, es ersetzt eigentlich in den modernen Küchen den Dampfgarer, den du dir für 2.500 Euro zu jeder modernen Küche mittlerweile dazu kaufen darfst. Genau. Ja. Aber ich sage dir eins, der Topf ist schneller sauber gemacht als ein Dampfgarer gereinigt. Und ihr seht, es ist immer noch heiß wie verrückt. Ich habe die Energie schon weg. Wir braten ohne Energie. Ja? Also immer noch nur mit dem, was unsere Pfanne hier macht. Ja? Und normalerweise, gucke von der anderen Seite, sieht es genauso aus. Ja, das ist echt krass. Ja. So, zack. Und das ist jetzt auch schon fertig. Also wir bräuchten jetzt, wir nehmen es jetzt raus. Du hast eine andere Pfanne halt nicht. Wenn du da runter drehst, hast du schon wirklich, das ist heller, die Seite. Ja. So, zack. Und dann, wir haben jetzt die Zwiebeln hier reingemacht in das Pfännchen, ne? So. Und jetzt löst sich der ganze schöne Bratenansatz vom Boden der Pfanne. Die Zwiebeln, die nehmen das schön auf und das ist ja unser Geschmack, den wir brauchen. Ja? Das Fleisch haben wir vorhin nur wirklich in die heiße Pfanne getan und ihr seht, es ist trotzdem braun geworden. Ja? Das braucht noch einen Moment, jawohl. Jetzt machen wir wieder das Folien. Wir nehmen einfach unseren Deckel. Setzen den hier auf, ja, schrauben hier oben wieder ein bisschen ab und warten noch einen Moment. Fürs Risotto haben wir jetzt uns entschieden für ein fertiges Risotto. Ja, da sind die Gewürze schon drin. Es geht aber auch nur mit normalem, einfachen Reis. Mit einem Risotto-Reis. Die Zugabe von entsprechendem Geschmacksträger, ob du einen Pilzrisotto machst oder ein Tomatenrisotto, das kannst du dann selber variieren. Ja? Für den Reis brauchen wir immer eine entsprechende Menge Flüssigkeit, weil der Reis muss quillen, ist ja ein Trockenprodukt. Ja, das geht also ohne Wasser nicht. Wir haben jetzt hier 300 Gramm Reis und haben dann die doppelte Menge an Wasser, also 600 Milliliter Wasser. Ja?
Die gießen wir jetzt einfach nur hier rein. Auf Weihnachten haben wir das Ganze noch mit Gemüsebrühe. Mit einer Gemüsebrühe müsste man wahrscheinlich jetzt bei dem auch nicht, müsste man ausprobieren, aber wir haben es mal gemacht. Jetzt sind hier noch Lauchzwiebeln dran. Finde ich auch gut für die Farbe wieder. Ja, wir haben jetzt hier aber den großen 24er Topf genommen. Dann nehmen wir dann unseren 24er Schnellgardeckel dazu. Ja, Simone setzt den jetzt mal auf. Funktioniert genauso wie bei dem anderen. Einmal zack und schon ist er zu. So, wir stellen jetzt hier auf dem Piepser 8 Minuten ein. Setzen den hier auf, Simone dreht mal und dann stellen wir den wieder auf den Navigenio. Und man kann das auch auf normalen Herd machen. Aber da wir jetzt ja unsere anderen fertigen Sachen auch ein bisschen verkosten wollen, hat sich schon verbunden, brauchst du es draufstellen. Ja. So, jetzt stellen wir den wieder drauf hier. Die haben sich wieder verbunden und er ruft uns natürlich genauso wie beim Gemüse, wenn er fertig ist. Dann probier mal und vergleiche. Ja? So, jetzt gucken wir mal, wie das Fleisch ist. Schön saftig. So, ich probiere mal das Fleisch jetzt alles extra. Mmh. Köstlich. Mmh. So, dann nehmen wir natürlich, hier, das ist der gute Spargel jetzt und das ist der schlechte Spargel, weil da ist ja, sind das sind ja die beides guten, die gleichen Spargelsorten. Ja, aber wir haben hier den alten Topf. Ja, da sind ja die Vitamine eigentlich weggeschüttet. Ne? Ja. Genau. Also haben wir hier mal einen Spargel. Ist ja bald Spargelsaison. Ich liebe ja Hollandaise-Sauce. Von der Farbe unterscheidet er sich nicht, ne? Hä? Oder? Der Spargel nicht. Ne, vom Brokkoli. Krass, es schmeckt wirklich nur nach Wasser. Es schmeckt nach Wasser und hier schmeckst du viel intensiver den Spargel. Es ist wirklich wahr. Hase, ich gebe dir das auch gleich mal. Der größte Unterschied merken aber meistens die Kinder auch an den Möhren. Ja. Die Möhren sind dann also wirklich. Sind am intensivsten, ja? Ja. Okay. Jetzt probieren wir die Möhrchen, genau. Mhm. Hm, süß, noch heiß. Entschuldigung. Also hier hast du wirklich bei der Möhre, das schmeckt süßlicher. Ja, total latschig. Schmeckt nicht gut hier in unserem alten Topf. Eindeutig, Hase. Ich gebe dir auch gleich mal eine Möhre. Und hier, das ist, sind die Premium-Möhren. Mit Premium-Topf. Es ist echt krass. Warte, ich mag es ja gerne sehr heiß. Also wir essen heute hier mal aus dem Topf, ja. Das ist im Stehen. Ja, wir machen es, ja, wir richten uns das gleich nicht an. Dann essen wir auch richtig lecker. Es ist nur eine Verkostung für euch fürs Video. Hier kommt der Möhrengeschmack raus, ja. Hm. Beim Brokkoli? Hast du schon probiert? Brokkoli? Nee. Wir testen uns jetzt hier durch, ja. Warte, ich halbiere das mal. Schätze, kannst du das gleich mitprobieren, den Brokkoli? Hm. Das ist der jetzt von unserem Topf. Der ist total trocken. Ja, ja, wirklich. Das ist echt krass, ja. Und dann hast du hier den guten. Dampft es noch? Ich will dich nicht verbrennen. Das schmeckt schon einen Unterschied, würde ich sagen. Ne? Also bei den Möhrchen merkst du es extrem. Möhrchen merkst du es extrem. Kohlrabi, Möhren und Kartoffeln. Und das ist ja wirklich bei allen so. Du schüttest die Soße weg. Das ist ja wirklich, also das Wasser. Also, ne? Also der Effekt ist eigentlich der hier, wie das auch in der Präsentation dann auch gezeigt wird. Mehr Geschmack. Ja, du hast hier den umgekehrten Effekt wie beim Teekochen. Beim Teekochen hast du ja deine Teeblätter, deine Aromen, alle im Teebeutel drin, die löst du alle schön im heißen Wasser auf. Und beim Gemüsekochen mit Wasser machst du genau das Umgekehrte. Wie gesagt, eine kleine Salatschale und Kräuterschleuder dabei. Ja? Wir haben hier das Messer.
Ja, das musst du aber schön zusammenbauen erst. Ja, okay. So. Und dann hast du hier dann diese Sahneaufschlag. Das kannst du es abdecken und in deinen Kühlschrank stellen. Na, Fini. Ist das toll? Ja. Ja. Juhu. Das ist schön so für Petersilie und ja, sowas alles. Cool. Schön trocken. Cool. So, guck hier. Deine Schürze hast du ja schon gekriegt. Jetzt haben wir eure ganzen Geschirrtücher dreckig gemacht. Das ist ein neues. Quatsch. Und dann nur ein Blau-Weiß. Passend zum Oktoberfest. Cool. Ja, eine schöne kleine Möhre. Damit kannst du noch schreiben. Ja. Hier hast du noch einen Kochlöffel und einen Sparschäler. Oh, cool. Und einen schönen Kurzzeitwecker. Kurzzeitwecker. Jawohl. Cool. Der sieht dann aus wie eure neuen Töpfe. So. Ja, zack. Und dann bimmel da. Toll, was sagt man, Fini? Danke. Danke, danke. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Bis 3 Wochen sind die Töpfe dann wieder kurz zu Hause. Ich freue mich schon.